Wir lesen aus dem Buch Hiob. Und weil man nun schlechterdings gleich zwei Kapitel hintereinander weglesen kann, machen Jörg und ich das ein bisschen abwechselnd. Ich erzähle euch dieses und jenes dazwischen und Jörg liest wie gehabt den Bibeltext in einzelnen Versen. Wir hören also von Hiob. Die Geschichte von Hiob spielt abwechselnd im Himmel und auf der Erde und die Szenen wechseln sehr schnell nacheinander, sodass man es manchmal fast nicht mitbekommt. Hiob, das wisst ihr vielleicht alle, Hiob ist ein sehr reicher und ein sehr frommer Mann. Der reichste vielleicht seines Landes, der reichste Mann der Welt, könnte man sagen. Kapitel 1, 3. Hiob besaß 7000 Schafe, 3000 Kamele, 1000 Rinder und 500 Eselinnen, dazu sehr viele Knechte und Mägde. Er war reicher als alle, die im Osten wohnten. Und er war nicht nur äußerlich reich, Hiob hatte auch eine große Familie, 10 Kinder, 7 Söhne und 3 Töchter. Seine ganze Familie lebt in großer Einmütigkeit. Die Söhne feiern ihren Tag und die Töchter vielleicht auch. Das bedeutet, sie feiern ihren Geburtstag immer miteinander. Und bei der Gelegenheit bringt Hiob Brandopfer für seine Söhne. Er betet für seine Söhne, er erinnert seine Kinder daran, dass sie mit Gott leben sollen. Ende der ersten Szene auf der Erde. Szene voller Harmonie, voller Eintracht. Wir wechseln in den Himmel. Kapitel 1, 6. Es begab sich aber eines Tages, als der himmlische Hofstaat sich vor dem Herrn traf, da war auch der Satan unter ihnen. Der Herr sprach zu Satan: Wo kommst du her? Der Satan antwortete: Ich bin hin und her durch die Welt gezogen. Smalltalk, Geplänkel zwischen Gott und dem Satan, so eine zufällige Begegnung. Aber aus diesem Gespräch ergibt sich Schreckliches für Hiob, der nichts ahnt. Denn aus diesem Smalltalk ergibt sich, wenn ihr so wollt, eine Wette zwischen Gott und dem Teufel, eine Wette, in der Hiob der Einsatz ist. Hiob wird zum Spielball des Bösen. Kapitel 1, 8. Der Herr sprach zu dem Satan: Hast du bei deinem Zug durch die Welt meinen Knecht Hiob gesehen? Er ist fromm, rechtschaffen und gottesfürchtig und meidet das Böse. Warum fragt Gott den Satan bloß? Fromm, rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse, ein Mann ohne Fehl und Tadel. Fordert Gott den Teufel heraus? Jedenfalls antwortet der Teufel sinngemäß: Kein Wunder, Hiob ist doch nur fromm, weil es ihm so gut geht. Dem fehlt ja auch nichts, der ist ja von allen Seiten gesegnet. Und dann sagt der Teufel, Hiob 1,11: Gott, strecke deine Hand aus und nimm Hiob alles, was er hat. Die Wette gilt, Hiob wird sich von dir abwenden. Ich sagte schon, Hiob ahnt nichts von dem Gespräch da im Himmel. Aber Gott geht seltsamerweise auf diese Wette ein. Er hat nur eine Bedingung. Du darfst dem Hiob selber persönlich, körperlich, gesundheitlich nichts antun. Rühre den Hiob nicht an. Alles andere hast du freie Hand. Wir wechseln wieder vom Himmel auf die Erde und den Hiob trifft jedes, aber auch jedes erdenkliche Unglück, was man sich nur denken kann. Seine Felder, all seine Felder werden verwüstet, seine Ernte verbrennt, sein Vieh verendet, all seine Kinder kommen um. Eine schlimme Botschaft jagt die nächste, Hiobsbotschaften eben, wie sie sprichwörtlich geworden sind bei Christen und Nichtchristen. Aber Hiob hält an Gott fest. In diesen
unendlich schrecklich schlimmen Verhältnissen, sagt Hiob, Kapitel 1, 21. Ich bin nackt geboren, nackt werde ich die Erde verlassen. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Herr sei gelobt. Ende dieser Szene auf der Erde. Wir wechseln wieder in den Himmel. Also der Teufel hat keinen Erfolg gehabt. Hiob hält an Gott fest, obwohl er nun nichts mehr hat. Aber nun will der Teufel eben den Hiob selber ans Leder. Er sagt sinngemäß, lieber Gott, ja, der Hiob hält immer noch an dich fest, aber wetten, wenn es ihm selbst an den Kragen geht, wenn es ihn selber persönlich trifft, an seiner Gesundheit, Gott, dann wirst du sehen, dann verlässt er dich. Und wir wechseln wieder zur Erde. Kapitel 2, Vers 7. Da ging der Satan hinaus von Angesicht Gottes und schlug den Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle bis zum Scheitel. Und Hiob nahm eine Scherbe, kratzte sich damit und setzte sich in die Asche. Bild der Zerstörung. Was hat dieser Mensch noch? Was ist dieser Mensch noch? Total am Boden. Er saß in der Asche und kratzte sich mit einer Scherbe. Und dann kommt eine Person ins Spiel, deren Namen wir nicht erfahren, die nur hier vorkommt, mit einem Satz nur, die sich offensichtlich auf die Seite des Bösen stellt, Hiobs Ehefrau. Sie sieht ihren Mann da total am Ende, am Boden zerstört, steht vor ihm und sagt, Kapitel 2, Vers 9, hältst du immer noch fest an deiner Frömmigkeit, sage Gott ab und stirb. Aber Hiob antwortet ihr gleich im nächsten Vers. Du redest dummes Zeug. Haben wir Gutes von Gott empfangen, sollten wir dann das Böse nicht auch annehmen? Das sind die ersten beiden von 42 Kapiteln des Buches Hiob zusammengefasst. Die Geschichte eines Menschen, der unendlich leidet und der trotzdem, trotz allem, an Gott festhält. Und von diesem ein Mann. Und alle auf der einen Seite zeigen mit dem Finger auf ihn. Drei Freunde des Hiob auf der einen Seite. Und dahinter ist noch einer, der vierte Freund. Wetten Gott das Hiob oder doch nicht? Hiob auf der Anklagebank. Wetten Gott, dass Hiob dich verlässt, wenn es ihm nur schlecht genug geht, sagt der Teufel und treibt sein teuflisches Spiel mit Hiob, mit Gott, möglicherweise auch mit uns. Wetten das ist ja eine der bekanntesten deutschen Fernsehsendungen. Über viele Jahrzehnte, Thomas Gottschalk ganz lange, immer am Samstagabend. Schlüpft der Teufel hier in die Rolle von Thomas Gottschalk und macht eine Wette mit Gott über Hiob? Das Buch Hiob macht uns erst einmal ratlos und betroffen. So viel Leid. Aber ja, so viel Leid heute in der Ukraine und an vielen anderen Orten dieser Erde. Menschen verlieren alles, verlieren das Leben. Es macht uns ratlos und zugleich erkennen sich immer wieder Menschen in diesem Buch. Einzelne Sätze sind uns bekannt, stehen auf den Grabsteinen. Auf dem Grabstein meines Vaters zum Beispiel, Hiob 19. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wie gehen wir also um mit dem Leiden in dieser Welt, mit den
Hiobs Botschaften. Was ist das für ein Buch? Ist das ein Buch für Menschen in Not mit der Ansage, aber am Ende wird es dann doch noch gut? Denn ganz am Ende, das wisst ihr vielleicht, außer die ganz jungen Leute, ganz am Ende bekommt Hiob alles doppelt zurück. Nur die Zahl seiner Kinder bleibt wieder bei 10. Er bekommt noch einmal 10 Kinder und doppelt so viel Reichtum. Oder ist es ein Buch über das Verhältnis zwischen Gott und dem Bösen? Ein Buch über die Kraft des Glaubens? Oder was ist das für ein Buch? Und so mögt ihr ja vielleicht fragen, gibt es den Teufel denn überhaupt, den Bösen? Die Evangelien erzählen jedenfalls, dass Jesus ihm begegnet ist in der Wüste, als er sich vorbereitet auf seinen Dienst, dass Jesus 40 Tage in der Wüste und dann begegnet ihm der Teufel dreimal. Einmal sagt er zum Beispiel, als Jesus großen Hunger hat, weil er nichts zu essen hat in der Wüste, sagt der Teufel, ach Jesus, du brauchst doch keinen Hunger zu haben. Sag doch einfach, diese Steine sollen Brot werden und dann hast du genug. Aber Jesus folgt ihm nicht. Und immer wieder sagt Jesus diesen einen Satz, hebe dich weg, Satan, hau ab, weg mit dir, du Böser. Und die da unten sitzen, die da oben nicht mehr, aber die da unten sitzen, die kennen noch Bruce Lowe. At the Rivers of Babylon zum Beispiel. Bunny M. auch, aber Bruce Lowe auch. Und Bruce Lowe hat auch ein Lied geschrieben, gestern wollte ich beten gehen. Der Text ist nicht so ganz pralle, aber der Refrain dieses Liedes geht, willst du den Teufel rennen sehen, ruf Matthäus 4, Vers 10. Das ist nämlich genau dieses Wort, was Jesus sagt. Hau ab, Satan, weg mit dir. Willst du den Teufel rennen sehen, ruf Matthäus 4, Vers 10. Jesus ist ihm begegnet. Wir beten im Unser Vater, erlöse uns von dem Bösen. Der Böse oder das Böse oder beides? Und der Heidelberger erklärt zu dieser Bitte des Unser Vaters, aus und von uns selbst sind wir so schwach, dass wir nicht einen Augenblick bestehen können. Der Teufel, die Welt und unser eigenes Fleisch, wir selber hören nicht auf, uns anzufechten. Darum erhalte und stärke uns, dass wir dem Teufel und aller Anfechtung widerstehen. Widerstand ist geboten, gegen das Böse, sich nicht damit abfinden, sich nicht darauf einlassen, sondern Widerstand ist geboten gegen das Böse um uns, aber auch in uns. Ich habe eingangs gefragt, ihr alle seid bestimmt schon mal richtig böse geworden. Kann fast nicht sein, dass ihr nie böse gewesen seid. Ja, man kann so böse werden, dass man sich kaum noch oder nicht mehr unter Kontrolle hat. Als ob das Böse über uns seine Macht gewonnen hat. Widerstand, nicht bloß gegen das Böse um uns herum, sondern auch gegen die eigene Dunkelheit, die sich immer wieder aus uns heraus breit macht. Nein, der Teufel ist kein Mensch wie wir Menschen, ganz bestimmt nicht. Aber ich sag's mal so, er kann Menschen in den Griff bekommen. Er kann Menschen besetzen und besitzen. Er kann Menschen ganz auf seine Seite ziehen, dass sie nur noch Böses verbreiten und Böses tun. Adolf Hitler gehörte ganz bestimmt dazu. Und Wladimir Putin vielleicht auch. Menschen, die Zehntausende sterben lassen auf dem Schlachtfeld. Menschen, die Menschen ermorden oder dazu nur die Befehle geben. Da kann man nur beten, erlöse uns vom Bösen. Gib, dass auch solche Menschen aus dem Einfluss des Bösen, aus dem Machtbereich des Bösen, aus dem Griff des Bösen herausfinden und herausgeführt werden. Erlöse uns von dem Bösen. Ihr merkt schon, der Teufel, wieder die da unten, die da oben sehen ja nicht so viel Kasperle-Theater und wir haben es eigentlich auch nicht gesehen, aber unten weiß man noch, was Kasperle-Theater war.
Und ihr wisst vielleicht auch noch, welche Rolle der Teufel im Kasperle-Theater spielt. Das ist nämlich im Kasperle-Theater immer der, der da so hinten aus der Ecke kommt, der Chaosmacher, der Durcheinanderbringer, der alles durcheinander wirbelt, der die gute Ordnung des Spiels durcheinander bringt, der Chaosmacher, der Durcheinanderbringer. Das ist er bestimmt auch. Das Böse wirbelt die Welt durcheinander und stellt alles auf den Kopf, stellt das Leben des Hiob komplett auf den Kopf. Der Teufel, der Chaosmacher, das Böse, der Böse, der Kriegstreiber, der den Krieg führt gegen das Gute, gegen die Güte, gegen die Barmherzigkeit, gegen die Liebe, gegen Gott selber. Der Gegenspieler Gottes. Wie im Faust von Goethe, da beschreibt Mephisto, das ist dort der Teufel, der beschreibt in diesem Drama sich selbst mit den Worten: So ist denn alles, was ihr Sünde und Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. So ist denn alles, was ihr Sünde und Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Nun, liebe Gemeinde, genug geredet über das Böse und den Bösen. Das ist nicht unser Thema. Das Thema des Buches Hiob ist nicht die Macht des Bösen, sondern das Thema des Buches Hiob ist: In allem Bösen, was Menschen geschehen kann, ist da einer, der größer ist und der zu dir hält. Gott hält zu Hiob, auch wenn das 41 Kapitel lang anders aussieht. Auch wenn das in diesem Leben und dieser Welt lange, lange ganz anders aussehen mag, als ob das Böse gewinnt, als ob die Leute mit den Ellenbogen sich durchsetzen. Am Ende siegt die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes. Das Buch Hiob zeigt mir jedenfalls, es ist schrecklich, alles zu verlieren. Aber eines hat Hiob. Und eines hält er fest an seinen Gott im Himmel. Egal, was die Leute sagen, egal, wie die drei da auf ihn einwirken. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Wie kann ein Mensch in so einer Situation das sagen? Ich könnte es vielfach nicht und ihr vielleicht auch nicht. Das ist kein Muster, was man einem Menschen vorhalten kann in großer Not, dass man ihm dann aus Hiob vorliest. Aber es ist schon der Hinweis darauf, es kann einem alles genommen werden, aber Gott selbst wird nicht von uns weichen. Er bleibt bei Hiob, Hiob bleibt bei ihm. Das wäre das Allerschrecklichste und Allerschlimmste, wenn Hiob nun wirklich Gott abgesagt hätte. Dann wäre alle Hoffnung, dann wäre alles verloren. Will andersherum sagen, der Verlust dieses Gottvertrauens, das wäre noch viel schlimmer als die schlimmste Krankheit und die schlimmste Katastrophe, die über einen Menschen kommen kann. Diesen Gott, dieses Vertrauen zu verlieren und loszulassen, heißt am Ende alles loszulassen. Dann hätte Hiob nichts mehr gehabt. Okay, jetzt müssen wir schnell mal weiter zu den anderen Bildern. Wieder ganz durch die Reihe durch. Gut, die gucken wir jetzt nicht so lange. Zwei Bilder von Elend. Eine Skulptur auf dem Misthaufen und eine im Feuer. Ich weiß nicht mal, von welchem Künstler, Internet hat ja alles parat. Aber sie geben uns ein Bild, wie schrecklich es gewesen sein muss für Hiob. Und dann gehen wir gleich einen weiter. Denn, ein Bild weiter, ja. Denn die drei Freunde, die da gerade auf der einen Seite standen,
Die schweigen erst mal eine Woche bei Hiob. Und das ist schon mal gut, dass sie nicht gleich anfangen zu reden. Eine Woche lang sitzen sie mit ihm in der Asche. Und dann reden sie und reden sie und reden sie. Kapitel lang. Alles in Gedichtform. Die ersten beiden Kapitel von Hiob, die wir gerade gelesen haben, sind normaler Text. Und dann ist bis fast ganz am Ende, ist das ganze Buch Hiob ein Gedicht. Und in Gedichtform erzählen die drei Freunde dem Hiob: Hiob, irgendwas muss sein. Irgendwie bist du schuld. Ja, fromm und rechtschaffen und meidet das Böse, aber du Hiob, wir sind alle Sünder. Und irgendwo ist bei dir was schiefgelaufen. Irgendwo bist du schuldig geworden an Gott, sonst könnte dir das alles nicht passieren. Ein Mann aus dem Lande Uz, was bedeutet es, dass wir dieses Land eigentlich nicht kennen, dass wir von Hiob sonst nichts erfahren in der Bibel? Was bedeutet es, dass dieses Buch Hiob ganz am Ende der hebräischen Bibel steht, fast ganz am Ende? Da kommen erst die Geschichtsbücher Mose, Josua bis Esra, Nehemia, Esther, wie wir das kennen. Dann kommen die Propheten, die Großen und die Kleinen. Dann kommen die Psalmen. Und dann kommt noch Hiob, Sprüche, Prediger, Hoheslied. Für mich heißt es jedenfalls, das Buch Hiob ist eben nicht ein Geschichtsbuch, wie all die anderen da vorne, sondern es ist ein Weisheitsbuch, ein Lehrbuch. Es geht vielleicht gar nicht so sehr um die Geschichte des Hiob, sondern es geht um dieses Thema des Leidens. Und ich weiß wirklich nicht, ob Gott ein Gott ist, der um einen frommen Hiob wettet. Gott, wie ich ihn in Christus kenne, schließt keine Wette ab mit dem Teufel. Aber ich weiß sehr wohl, die hebräische Weisheit bis hin zu den Pharisäern und Schriftgelehrten sieht eben diesen Tun-Ergehen-Zusammenhang. Was du tust, hat Folgen, und das hat es ja auch bestimmt. Aber eben wie die Freunde da sagen, das ist ganz im Sinne der hebräischen Weisheit. Hiob, was dir überkommen ist, das hat irgendwas mit deinem Leben zu tun. Aber Hiob hält dagegen: Ich habe nichts Böses getan. Das ist nicht der Grund. So ist es nicht. Ja, auch Hiob ist verzweifelt. Er verflucht zum Beispiel den Tag seiner Geburt. Er verfluchte seinen Tag, heißt es im dritten Kapitel. Aber er verflucht Gott nicht. Er sagt: Wohl, wäre ich bloß nie geboren worden, dann hätte ich dieses Elend nicht erleiden müssen. Aber er hält an Gott fest, selbst wenn seine Frau ihm sagt: Sag Gott ab und stirb. Hiob antwortet später, nach Kapitel 29, drei Kapitel lang, auch in Gedichtform auf diese Vorwürfe seiner Freunde. Und dann kommt der vierte Freund, der Jüngere, der links saß, der Unbekanntere, Elihu. Der sagt: Eigentlich bin ich viel zu jung, in eurem weisen Rat habe ich eigentlich nichts zu sagen, aber Gott tut kein Unrecht, sagt der vierte Freund. Er ist sozusagen der Anwalt, der Verteidiger Gottes. Elihu sagt: Gott und das Böse, die haben nichts miteinander zu tun. Das sind zwei ganz getrennte Welten. Das ist nicht Gottes Sache, was dir passiert. Hiob, das ist was ganz anderes. Gott hat mit deinem Leid nichts zu schaffen. Also die drei Freunde, die vier Freunde, drei sagen: Hiob, du bist schuld. Irgendwas ist bei dir. Und der vierte sagt: Aber Gott hat nichts damit zu tun. Und dann endlich, Kapitel 38 bis 42, meldet Gott sich zu Wort, auch in Gedichtform, in hebräischen Reim, im Donner und Gewitter. Und Hiob antwortet zweimal darauf. Und Gott widerspricht allen vier Freunden Hiobs. Er verurteilt ihr frommes und ihr weises Reden. Gott sagt: So bin ich nicht. Ich bin nicht, wie ihr mich darstellt, wie ihr über mich redet. Gott gibt,
und Gott nimmt. Das Bekenntnis des Hiob ist richtig. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Oder ich zitierte den Satz schon, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, Hiob 19. Und dieser Satz geht weiter. Als der Letzte, so heißt es in Hiob 19, als der Letzte wird er sich über dem Staub erheben. Und bin ich noch so zerschlagen und noch so dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen. Meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust, Gott zu sehen. Und dann, und das war für mich das Überraschende bei der Vorbereitung dieser Predigt, 14 Kapitel weiter, in Kapitel 42, im letzten Kapitel, sagt Hiob, ich hatte bislang von Gott nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. In dem Leid, in der Gottesbegegnung danach, in dem Gotteswort danach, nun hat mein Auge dich gesehen. Das klingt wie der alte Simeon im Tempel, der das Jesuskind auf den Armen hält. Meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast zum Heil der Völker. Oder Hiob sagt es vorher schon, mein Erlöser kommt. Evangelium, Christusverkündigung im Alten Testament. Er steht zu mir, ich werde ihn sehen. Und Hiob hält daran fest und wir dürfen daran festhalten. Nicht das Böse oder der Böse wird siegen, sondern diese unsere Welt ist und bleibt in der Hand unseres Gottes. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit und alle Herrschaft in aller Welt. Dein, o Gott. Ja, Menschen können schrecklich böse sein, wir auch, ich auch wohl manchmal, können Böses tun, können Böses befehlen, können Krieg und Unheil und Zerstörung über die Welt und die Menschen und die Schöpfung bringen, können sich vom Bösen leiten lassen und manchmal sogar unbewusst böse, verkehrte Ziele verfolgen, die Welt zerstören, statt sie zu bewahren. Aber all das, was geschieht in dieser Welt an Dunkelheit, hebt die Barmherzigkeit und die Liebe und die Zuwendung Gottes nicht auf. Du bleibst in Gottes Hand, im Leben und im Sterben, in Zeit und Ewigkeit. Und dann sind wir schon beim letzten Foto, ein Lied von Arno Pötzsch, 1941. Du kannst nicht tiefer fallen, dichtet Arno Pötzsch im Zweiten Weltkrieg. Du kannst nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand, die er zum Heil uns allen barmherzig aufgespannt. Es münden alle Pfade durch Schicksal, Schuld und Tod, doch ein in Gottes Gnade, trotz aller unserer Not. Wir sind von Gott umgeben, auch hier in Raum und Zeit. Wir werden in ihm leben und sein in Ewigkeit. Oder wir singen gleich mit Johann Christoph Blumhardt, ja, Jesus siegt, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Das bleibt mir in Erinnerung vom Buch Hiob. Amen.